Servus zu einer neuen Folge der Inside World Spirits Fibel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Worum geht es in der Fibel? Sie ist konzipiert für Spirituosenfreunde. Es geht mir um Fachwissen, das ich Ihnen vermittle, Fragen, die ich Ihnen beantworte, von Destillatfehlern über chemische Inhaltsstoffe bis hin zum Produkt im Glas, wie es sein soll bzw. wie es eben nicht sein soll. Was steht für DHL? Muss ich aber gleich dazu sagen, in Sachen Spirituosen. DHL hat nichts mit der Abkürzung für den Paketdienst zu tun, für den Zustelldienst. DHL ist ein Teil der Harmonie und beschreibt die Dichte, Harmonie und Länge eines Destillates. Die Dichte hat mit dem Extrakt zu tun. Die Dichte hat damit zu tun, ob ein Produkt jetzt richtig dicht ist oder ob ein Produkt schlank ist. Volumen ist Dichte, ist hochwertig. Die Harmonie bestimmt, ob ein Produkt harmonisch ist, ob alle Inhaltsstoffe, egal Grundalkohol, Fass oder ohne Fass, ob das Produkt eben harmonisch ist, ob eine Harmonie gegeben ist. Und die Länge ist ganz, ganz wichtig. Die Länge ist das Mundgefühl, nicht nur, dass die Länge nach einigen Minuten im Grunde genommen im Mund noch ist. Das hat nur mit der Aromatik zu tun, die anhaltet. Die Länge ist, wenn von vorne bis hinten bis in den Rachenraum der Alkohol, die Aromatik des Alkoholes sich zieht. Ein Produkt kann nur perfekt sein, wenn DHL, sprich die Gesamtharmonie, perfekt ist. Als armes Girl servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.